Witzig, bunt und abgespaced. Die letzten Marvel-Filme haben bewiesen, dass Superhelden auf der großen Leinwand in viele verschiedene Richtungen gehen können. Entweder durchgeknallt wie die Guardians of the Galaxy oder ernstzunehmender Polit-Thriller wie The Return of the First Avenger. Und dabei gibt es noch so viel, dass wir im Marvel-Universum verpasst haben. Hier sind sie, die Top 7 der Marvel-Filme, die wir unbedingt sehen wollen. The Winter Soldier. Ihr habt schon richtig gehört, denn das, was wir im zweiten Captain America Abenteuer zu sehen bekommen haben, das war erst die Spitze des Eisbergs. Bucky Barnes, oder wie wir ihn jetzt kennen, der Winter Soldier, hat noch einen langen Weg nach seiner Gehirnwäsche zu gehen, bis zu dem Punkt, an dem er der neue Captain America wird. Eine Entwicklung, die wir unbedingt sehen wollen und es wahrscheinlich auch werden, denn Sebastian Stan hat für 9 weitere Marvel-Filme unterschrieben. Wir freuen uns also auf unseren Platz Nummer 7, The Winter Soldier. Nova. Vielleicht ist er euch ja ein Begriff, wenn ihr die neue Ultimate Spider-Man Cartoon-Serie schaut, aber Comic-Nerds wissen, dass die menschliche Rakete eher mit den Guardians of the Galaxy und Thanos in Verbindung gebracht werden sollte. Dieser galaktische Polizeichef des Novacorps, warte, kennen wir das nicht schon sowas ähnlich? Schnell vergessen, ey. Verdient seinen eigenen Film, bevor er zu den Guardians stößt und Thanos platt macht. Nova ist unser Platz Nummer 6. I did it! Woohoo! I rock! Der König von Wakanda, besser bekannt als Black Panther. Er ist nicht nur der Herrscher eines afrikanischen Königreichs, sondern auch einer der wenigen schwarzen Superhelden im Marvel-Universum und in den Comics ein beliebtes Teammitglied. Egal ob bei den Avengers oder den Fantastic Four, der Black Panther kann überall mitmischen. Außerdem wäre es cool, mal aus Amerika rauszukommen und das Ganze in einem anderen Kontinent spielen zu lassen. Deswegen bekommt der Black Panther unseren Platz Nummer 5. The Sentry. Auch bekannt als Robert Reynolds, ist ein Superheld mit gottähnlichen Kräften. Ernsthaft, er ist stark genug, um den Hulk im Faustkampf zu besiegen. Obwohl er ein bisschen aussieht wie ein Superman-Ripoff, ist er einer von Stan Lees ersten Superhelden und besitzt den wohl interessantesten Erzfeind, The Void. Wer The Void ist, nichts weiter als ein Teil seines eigenen Bewusstseins. Er selbst ist sein größter Feind. Wir wollen den übermächtigen, psychopathischen Superhelden sehen und wir wollen, dass er gegen den Hulk kämpft. The Sentry auf Platz Nummer 4. Howard the Duck. Okay, bevor ihr mit Steinen nach uns werft, wir reden nicht vom trashigen 80er Jahre George Lucas Debakel, das darf ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten, aber manchmal brauchen Filme einen zweiten Anlauf. Der erste Captain America war ja schließlich auch ziemlich großer Mist und nachdem wir Rocket Raccoon gesehen haben, wollen wir auch der Ente noch eine Chance geben. Vielleicht sehen wir ihn ja bald sogar in einer Post-Credit-Szene irgendeines kommenden Marvel-Films. Ja, wer weiß. Platz 3 für Howard the Duck und sein Quack Fu. No one laughs at a master of Quack Fu. Doctor Strange. Wir haben Mutanten, wir haben das Weltall und alle Planeten und Galaxien und alles, was man sich eigentlich vorstellen kann, aber wir haben nicht das magische Marvel-Universum. Mit Dr. Stephen Strange, also dem Sorcerer Supreme, könnten wir genau das bekommen. Neben dem Sci-Fi und Police-Thrillern fehlt uns noch die magische, fantastische Welt rund um Dr. Strange, unserem zweiten Platz. Deadpool. The Merc with the Mouth, aka Deadpool. Nach der letzten Screenfolge ist es ja kein Geheimnis mehr. Wir lieben den durchgedrehten Antihelden und seine abnormale Beziehung mit Lady Death. Und nach dem geleakten Deadpool-Footage haben wir wieder neue Hoffnung, dass das Ganze nicht nur gefüllt mit Action sein könnte, sondern auch verdammt lustig. Außerdem wären etliche Random-Besuche von Deadpool im anderen Marvel-Universum ein absoluter Traum. Aber wir bleiben erstmal bei einer kleinen Version, nicht dem Solo-Film. Und Platz Nummer 1 geht an die lustigste Figur des Marvel-Universums, an Deadpool. Rhyme the disease. Meet the cure. Okay, not the cure, but more like a topical ointment that reduces swelling and itch. Hi, Tom!